Hallo Leute, ich bin LegendKiller und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Elder Scrolls Online Tutorial. Heute möchte ich euch mal zeigen, wo ihr hier diese Schatzkarte Steinfälle 4, wo ihr diesen Schatz finden könnt. Und dafür geht ihr einfach, wenn ihr M drückt, hier auf die Karte nach ganz links, hier in der Nähe von der Pilzgrotte zu dem Wegschrein. Tut euch dorthin teleportieren oder dorthin reisen. Und wenn ihr angekommen seid, müsst ihr einfach hier unten, man kann nicht weiter reinzoomen, hier unten auf jeden Fall auf diese Kreuzung müsst ihr einfach dorthin laufen. Also einfach nur hier geradeaus laufen, sodass ihr hier vorne zu dieser Straßenlaterne oder was das hier sein soll, kommt. Und wenn ihr euch dann ungefähr hier so hinstellt, okay, so ungefähr, oh, falsche Taste, und dann gucken wir nochmal die Schatzkarte, hier oben diese zwei Türme, hier ist diese Straßenlaterne, die ich gerade eben meinte, hier sind diese Pilze und da ist dann der Schatz. Also ungefähr wurde das Foto von hier so aufgenommen. Dann müsst ihr einfach nur auf diesen Berg zulaufen. Und direkt hinterm Berg wird hier so gleich so ein Haufen sein. Genau hier. Den müsst ihr einfach nur E drücken zum Graben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch machen könnt, wenn ihr die Schatzkarte nicht habt. Ich glaube nicht. Und dann habt ihr schon einen versteckten Schatz gefunden. Gucken wir mal, was da drin ist. Leerer Seelenstein, 26 Gold und ein Schwert, das aber schlechter ist als meins. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen. Und wenn ihr Fragen zu weiteren Elder Scrolls Online Tutorials oder zu Tutorials zu anderen Spielen habt, schreibt es in die Kommentare. Haut da rein. Ciao.